Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Let's Play Elektronik hier bei eHajo auf meinem YouTube-Kanal. Wir gehen wieder zurück zu den Grundlagen. Wir betrachten heute mal alles von ganz, ganz vorne. Und zwar schauen wir uns heute mal an, was ein Widerstand ist und wo dieser Widerstand eigentlich herkommt. Wenn man jetzt irgendeine Leitung hat, irgendeine Kupferleitung, dann sieht das Ganze ja so aus, dass man, wenn man ideal rechnet, davon ausgeht, dass eine Leitung keinen Widerstand hat. In Wirklichkeit sieht es aber ein bisschen anders aus und wie das aussieht, schauen wir uns in der heutigen Folge mal etwas genauer an. Ich habe dafür ein paar Sachen vorbereitet, wo ich euch das richtig toll zeigen kann. Wie funktioniert eigentlich überhaupt, dass der Strom hier in so einer Kupferleitung durchfließt? Das funktioniert bei Metallen relativ einfach und zwar sind im Metall einfach so gratis freie Elektronen drin. Und diese freien Elektronen, negativ geladen, wandern dann hier drin rum. Wenn ich also eine Batterie an einem Metall anschließe, ziehen sich ja gegensätzliche Ladungen an. Bedeutet, ich habe am Pluspol einen Unterschuss an Elektronen, das heißt, da sind zu wenige Elektronen, der ist positiv geladen. Das heißt, der zieht quasi die Elektronen aus der Kupferleitung raus und schiebt die hinten wieder nach. Also am Minuspol habe ich ja zu viele Elektronen, da werden die wieder hinterher geschoben. Und so fließt der Strom. Jetzt fließen diese Elektronen, also wenn ich den Schalter einschalte, habe ich ja, wenn ich jetzt ein Licht einschalte, das Licht sofort da. Bedeutet, die Energie fließt mit ungefähr Lichtgeschwindigkeit. Wie viel war das? Das waren so etwa 300.000 Kilometer pro Sekunde. Also schon ganz schön anständig schnell. Und diese Elektronen da drin, die fließen natürlich nicht so schnell. Also die werden hinten reingeschoben. Das erste fällt vorne gleich wieder raus. Das heißt, das ist sehr, sehr schnell rausgefallen. Aber diese Elektronen da drin ist abhängig vom Material. Die bewegen sich ein paar Millimeter in der Sekunde. Also denen könnte man, wenn es mal ein Mikroskop hat, das so klein ist, denen könnte man zugucken, wie es da durch die Leitung fließen. Jetzt fließen die mit ein paar Millimeter pro Sekunde durch die Leitung. Und jetzt hat das Metall allerdings ja auch irgendeine Struktur. Ein Gitter oder irgendwas. Und jetzt müssen sich diese Elektronen durch dieses Gitter durchzwängen. Und die quälen sich da jetzt durch. Und da das eben nicht total leicht geht und nicht total easy geht für die, haben die einen sogenannten Widerstand, der ihnen entgegengebracht wird. Das heißt, die Elektronentierchen können ja nicht frei durch diesen Kupferleiter laufen, sondern die stoßen permanent gegen das blöde Metallgitter, das halt leider im Kupfer drin sein muss. Diese Struktur ist auch grundsätzlich natürlich abhängig, was für ein Material wir haben. Und dieser Widerstand hängt natürlich auch noch von ein paar anderen Dingen ab. Und wovon der jetzt genau abhängt, das gucken wir uns jetzt hier mal mit dem kleinen Testadapter, den ich gebaut habe, einfach an. Ich habe uns jetzt hier verschiedene Sachen vorbereitet. Einmal einen Kupferlackdraht mit einem Durchmesser von 0,5 mm. Und diesen Kupferlackdraht habe ich hier mit verschiedenen Längen einfach auf eine Pappspule gewickelt. Ich habe hier einmal einen Meter drauf gewickelt, einmal 2 Meter und einmal 4 Meter. Das Ganze habe ich hier hinten an Buchsen verlötet, dass wir das Messgerät vernünftig anschließen können. Hier auch nochmal beschrieben, 1 Meter. 2 Meter schwarz sind 4 Meter. Hier oben habe ich 2 Buchsen zur Kalibrierung. Wofür sind die gut? Da habe ich hier hinten quasi nur schnell eine Verbindung reingemacht. Die sind dafür gut. Wir haben natürlich ein Messgerät und das Messgerät hat auch einen Widerstand. Die Leitungen hin haben einen Widerstand und die kalibrieren wir uns damit einfach raus. Wir werden nicht 100% perfekte Ergebnisse kriegen, aber ich denke mal, wir sehen dann auch, wo es hingeht. Und dann habe ich hier nochmal 4 Meter vorbereitet mit einem Kupferlackdraht mit einer Dicke von 0,1 mm, also ein Durchmesser von 0,1 mm habe ich hier nochmal einen weiteren Kupferlackdraht vorbereitet. Wenn wir nun also unser Messgerät mal anschließen an unseren Kalibriereingang, um die Leitungswiderstände raus zu kalibrieren, erhalten wir schon mal einen Widerstand von 0,05, 0,04 vorhin gerade oben, was jetzt rein diese Leitung hat, die kalibriere ich jetzt hier mit 0 raus, dass wir wirklich richtige Messwerte kriegen. Dann stecke ich das Ganze mal bei 1 Meter an und erhalte dann einen Widerstand R von 1 Meter, wäre dann ein Widerstand von 0,089 Ohm. Haben wir schon mal eine Größenordnung und können schon mal weitergehen. Ich schließe jetzt die Messung an die Buchsen für 2 Meter an. Und jetzt erhalten wir einen Widerstand bei 2 Meter von 0,174.
um. Und nun nochmal die letzte Reihe. Bei 4 Meter erhalten wir einen Widerstand von 0,355 Ohm. Wenn wir uns das Ganze jetzt mal am Taschenrechner anschauen, 0,089 bei einem Meter, wenn wir das verdoppeln mal 2, erhalten wir 0,178. Da sind wir so in dieser Größenordnung. Das sind natürlich keine Laborbedingungen, das sind keine perfekten Messungen, die ich hier durchführen kann. Und wenn wir diesen Wert 0,174 nochmal verdoppeln, also doppelte Länge, 0,355, 0,348, sind wir auch ungefähr in dieser Größenordnung. Das bedeutet, wir können hier schon mal sehr gut sehen, die Länge spielt direkt eine Rolle für den Widerstand der Leitung. Bedeutet also, wenn wir eine doppelte Leitungslänge haben, haben wir in etwa den doppelten Widerstand. Wenn wir die vierfache Leitungslänge haben, haben wir in etwa den vierfachen Widerstand. Wenn wir uns also das Ganze berechnen wollen, R, generell geschrieben für eine Leitung, bedeutet es, wir haben schon mal irgendwo die Länge direkt mit drin, die spielt direkt 1:1 in den Widerstand mit hinein. Nun betrachten wir das Ganze nochmal über den Durchmesser der Leitung. Ich habe hier 4 Meter mit einem Durchmesser von 0,5 mm. Wir nehmen die Messung noch einmal auf. Man sieht auch jetzt schon, wir haben hier leichte Abweichungen. Also die Messung ist nicht ideal, je nachdem wie gut die Kontakte der Buchsen sind und so. Wir haben einen Widerstand bei 0,5 mm Durchmesser von 0,364 Ohm. Und nun nehmen wir unseren Draht mit 0,1 mm Durchmesser und messen auch hier den Widerstand. Und hier erhalten wir jetzt einen deutlich höheren Widerstand, R 0,1 mm, 8,476 Ohm. Wenn wir das Ganze jetzt mal in eine Relation bringen wollen, wir haben ja hier gesehen, doppelte Länge, doppelter Widerstand, vierfache Länge, vierfacher Widerstand. Wir haben jetzt hier plötzlich fünffachen Durchmesser, aber nicht ein Fünftel. Wenn wir jetzt 8,476 wieder durch 5 rechnen würden, hätten wir einen Wert von 1,69. Wir haben aber einen Wert von 0,36. Das heißt, wir rechnen mal, was wir da eigentlich für ein Verhältnis haben. 476 dividiert durch 0,364 bedeutet, wir haben hier ein Verhältnis von ungefähr 23. Also fünffacher Durchmesser bedeutet ein 23stel in etwa von dem Widerstand. Was wir jetzt da ungefähr mathematisch uns überlegen könnten, ein 23stel, wir haben ja wie gesagt Messabweichungen und so drauf, in Wirklichkeit ist es kein 23stel, sondern ein 25stel, denn der Durchmesser geht im Quadrat in diese Thematik ein, also 5 mal 5. 25, ein 25stel des Widerstandswertes. Und was haben wir, wenn wir einen Durchmesser quadrieren? D Quadrat mal Pi Viertel wäre unsere Fläche. Bedeutet, unser Widerstand der Leitung ist natürlich abhängig von dem Querschnitt der Leitung. Und wie man sehen kann, desto größer der Querschnitt wird, desto kleiner wird der Widerstand. Bedeutet also, wir müssen einen Bruchstrich machen und unsere Fläche unter dem Bruchstrich schreiben. Wir haben also schon mal grob eine Formel, Widerstand gleich Länge durch Fläche. Jetzt sieht es allerdings so aus, dass ich, wenn ich jetzt das einsetzen würde, also R gleich 4 Meter, dividiert durch die Fläche von, nehmen wir mal diesen 0,5 mm Draht, der 0,5 mm Draht, 0,5 zum Quadrat mal Pi Viertel, der hat eine Fläche von 0,196 Quadratmillimeter. Und wenn wir jetzt einfach mal unsere 4 Meter durch unsere 0,196 Quadratmillimeter rechnen würden, kriegen wir einen Wert von ungefähr 20 Ohm raus.
Und das stimmt ja nicht. Wir haben ja keine 20 umgemessen, sondern wir haben ja 0,355 umgemessen. Bedeutet, uns fehlt noch irgendwas in dieser Formel. Wir berechnen jetzt mal als Vergleich dazu, wir haben hier die 0,5 mm. Wir haben jetzt einfach mal, wir rechnen jetzt einfach mal als Vergleich die 0,1 mm. Haben also ebenfalls 4 Meter durch die Fläche von dem 0,1 Quadratdraht, also 0,1 mm Draht, 0,1 zum Quadrat mal Pi Viertel und die wäre 0,0079 Quadratmillimeter. Wenn wir jetzt wieder unsere 4 Meter durch dieses Ergebnis dividieren, erhalten wir einen Wert von 509,3 Ohm. Und wir haben aber einen Wert gemessen von 8,47 Ohm. Passt auch wieder nicht, fehlt uns wieder ein Faktor. Wir haben jetzt quasi einen Widerstand für einen Halbmillimeter Draht, einen Widerstand für einen Zehntelmillimeter Draht. Wir haben die realen Werte. Also gucken wir einfach mal, ob das vielleicht ein konstanter Faktor sein könnte, der hier dazwischen hängt. Bedeutet, wir nehmen einfach mal unsere 20 Ohm, die wir ausgerechnet haben, und dividieren sie durch 0,355, durch das, was wir real rausgerechnet haben. Und erhalten somit einen Wert von R 0,5 mm gerechnet waren 20 Ohm und gemessen waren 0,355 Ohm. Und damit wir jetzt von diesem Wert, den wir berechnet haben, auf unseren gemessenen Wert kommen, müssen wir durch 56 dividieren. Das Ganze nochmal andersrum. Wir haben unsere 509 Ohm berechnet. Und die dividieren wir jetzt durch das, was wir gemessen haben, also die 8,476 Ohm und kriegen dann einen Faktor von 60. Wir müssen also, um von diesem Wert auf diesen Wert zu kommen, durch 60 dividieren. Wir sehen also, wir sind hier schon, natürlich etwas abweichend, weil wir Messtoleranzen haben, wir sind hier ungefähr in derselben Größenordnung. Bedeutet jetzt für uns also, wenn wir unsere Widerstandsformel annehmen, R gleich, und jetzt brauchen wir irgendwie diesen Faktor, den wir hier reinkriegen, und diesen Faktor haben uns zum Glück irgendwelche Physiker schon vordefiniert. Dieser Faktor heißt einmal Rho, das wäre der spezifische Widerstand für ein Material, mal L durch A. Oder es gibt auch einen spezifischen Leitwert, der nennt sich dann Gamma mal A. Und da können wir jetzt sagen, Rho gleich 1 durch Gamma. Also der eine Wert ist quasi der Kehrwert vom anderen Wert. Bedeutet für uns jetzt, diesen Wert können wir uns überlegen, L durch A, Rho. Wir müssen irgendwas multiplizieren. Ausgerechnet haben wir einen sehr großen Wert. Wir haben 20 Ohm ausgerechnet. Wir müssen das also mit einem kleinen Wert multiplizieren, damit wir auf unsere 0,355 Ohm kommen. Und in dem Fall haben wir ja gesagt, wir müssen durch 56 dividieren. Bedeutet 1 durch 56 wären 0,0179. Der Wert, den wir hier haben. Wir probieren es jetzt einfach mal aus. Wir wollen den Widerstand berechnen von einem 0,5 mm Draht mit einer Länge von 4 Meter. Wir haben also 0,0179 Rho mal Länge 4 Meter dividiert durch den Querschnitt. Den hatten wir hier ausgerechnet, 0,196. Das Ganze in Taschenrechner eingetippt, 0,0179 mal 4 durch 0,196 ergibt einen Wert von 0,365 Ohm. Wir sind also hier in dieser Größenordnung. Passt, funktioniert. Diese Werte, Rho und Gamma, haben uns zum Glück schon irgendwelche Leute sich überlegt und ich bin Fan von Gamma. Gamma 1 durch Rho. Also wir hätten 1 durch diese 0,0179, wir hätten also hier einen Wert von 56. Gamma ist leichter zu merken, finde ich. Gamma von Kupfer haben uns die Physiker sich schon überlegt. Gamma von Kupfer, die haben das mit Laborbedingungen gemessen, nicht jetzt so schnell wie ich hier. Die haben einen Wert festgestellt von
56. Das heißt, die Leitfähigkeit von Kupfer ist 56. Desto größer dieser Wert hier ist, desto besser kann ein Metall oder irgendein Stoff elektrischen Strom leiten. Nur mal so als Vergleich dazu. Kupfer wäre 56. Wenn wir Silber nehmen, haben wir einen Leitwert von 62. Gold hat einen Leitwert von 44 und Aluminium hätte eine Leitfähigkeit von 36, also Leitfähigkeit Gamma. Desto leitfähiger ein Stoff ist, desto besser kann er Strom leiten. Man sieht also, Aluminium leitet deutlich schlechter den Strom wie Kupfer. Gold wird schon besser, am besten leitet eindeutig Silber den Strom. Deswegen versilbert man auch ab und zu irgendwelche Leitungen, um besseren Stromfluss hinzukriegen. Genau, so sieht das Ganze aus. Wir haben es jetzt hier schön physikalisch nochmal nachgewiesen. Die Länge spielt 1:1 in den Widerstand der Leitung ein. Der Durchmesser geht quadratisch in den Widerstand ein. Doppelter Durchmesser bedeutet also ein Viertel Widerstand. Fünffacher Durchmesser, ein 25stel des Widerstandes. Wir merken uns die Formel R für eine Leitung, Länge durch Gamma mal A. Das Ganze noch einheitentechnisch. In der Regel wird Gamma bzw. Rho einheitentechnisch folgendermaßen angegeben. Gamma Meter durch Ohm mal Quadratmillimeter. Bedeutet, die Länge können wir in Meter angeben, die Fläche können wir in Quadratmillimeter angeben. Dann muss man nicht lang umrechnen, da haben sie in den Tabellenbüchern uns schon mal ein kleines Entgegenkommen gebracht. Und Ohm bleibt dann oberm Bruchstrich stehen, bedeutet Ohm wäre die Einheit für den Widerstand, wie wir es ja bereits gekannt haben. Das Ganze können wir uns natürlich jetzt auch nochmal mit dem Ohmschen Gesetz angucken, also auch für Leitungen gilt natürlich das Ohmsche Gesetz, bedeutet wir kriegen einen Spannungsabfall über die Leitung, wenn wir den Strom drüber schicken, damit müssen wir rechnen, der fehlt uns dann am Ende, wenn wir eine sehr lange Leitung irgendwo hin haben, bedeutet das also, dass am Ende nicht mehr 230 Volt ankommt, sondern am Ende von einer langen, langen Kabelrolle kommt nur noch 225 oder so an. Müssen wir uns so ein bisschen im Hinterkopf behalten. Wenn wir uns das Ganze jetzt also einfach mal am Netzteil angucken, haben wir ja vorher gemessen gehabt, bei 1 Meter haben wir ca. 0,1 Ohm, bei 2 Meter haben wir ungefähr 0,2 Ohm und bei 4 Meter hatten wir ja ungefähr 0,4 Ohm. Wenn wir jetzt einfach mal einen Strom von 1 Ampere durch unsere Leitung jagen hier, bedeutet das bei einem Widerstand von ca. 0,1 Ohm, U gleich R mal I, haben wir also einen Spannungsabfall von 0,1 Volt. Das kann man jetzt hier sehr, sehr gut erkennen. Und wenn wir jetzt einfach die 2 Meter nehmen, haben wir plötzlich bei doppelter Leitungslänge, natürlich auch den doppelten Widerstand, also 0,2 Volt, also auch den doppelten Spannungsabfall. Und wer würde es erwarten, wenn wir die Leitung mit 4 Meter nehmen, erhalten wir bei einem Strom von 1 Ampere einen Spannungsabfall von 0,4 Volt. Das Ohmsche Gesetz gilt also da leider auch. Die Spannung 0,4 Volt fallen an der Leitung ab. Würde jetzt also bedeuten, wenn ihr jetzt hier eine Leitung mit 4 Meter verwendet und ihr schließt vorne 5 Volt an, kommen, wenn jetzt dann 1 Ampere drüber fließen würde, hinten 0,4 Volt weniger an, also nur noch 4,6 Volt. Bedenkt das bitte, der Leitungswiderstand darf nicht vernachlässigt werden. Ja, ich hoffe, ich habe euch einigermaßen gut erklären können, warum wir einen Widerstand in der Leitung drin haben. Ihr wisst jetzt hoffentlich, wie man den berechnet. Ich freue mich schon auf das nächste Video, wo wir auch weitere Grundlagen betrachten werden. Und Daumen nach oben, wenn euch das Video gefallen hat. Haut ein paar Kommentare rein, welche Grundlagen ihr sonst gern kennen würdet, was ich erklären soll. Mache ich gerne. Und dann bis zum nächsten Mal. Ciao.